Endlich wieder Oberligasonntag. Bei typischem Hamburger Schiedwetter empfängt der abstiegsbedrohte HIBC den Tabellensechsten TuS Osdorf. Bei den Gästen steht natürlich besonders ein Mann im Fokus. Jeremy Wachter ist mit 17 Treffern der Top-Torschütze der Oberliga Hamburg und soll natürlich auch heute seine Osdorfer zum Sieg schießen. Nach einem ruhigen Beginn haben die Osdorfer dann auch die erste Chance. Das ist Wachter, verlängert auf Felix Spranger und der macht das 1-0. In der 20. Minute schlägt der Linksverteidiger zu und trifft zur Führung für die Gäste. Für ihn ist es das 4. Saisontor. In der Folge kommt der EBC ein wenig besser in die Partie und hat hier auch die erste richtig gute Chance. Doch Kevin Trapp scheitert am Osdorfer Keeper Klaus Henke. In den ersten 45 Minuten ist es ein ausgeglichenes Spiel. Chancen auf beiden Seiten, hier mal wieder eine für Jeremy Wachter, doch auch sein Kopfball geht am Tor. Vorbei, wir springen in die zweite Halbzeit. Und diese startet mit einem fatalen Aussetzer von HIBCs Hintermannschaft. Das ist Jeremy Wachter auf dem Weg zum 2-0. Nein! Auch diese Chance lässt der 26-Jährige liegen. Besser als aus dem Spiel hat es bisher allerdings bei Freistößen geklappt. Und auch in der 67. Minute zappelt das Leder wieder im Netz. Nach der Hereingabe vom eben eingewechselten Mika Feigenspahn ist es diesmal Tim Jobmann, der per Kopf vollstreckt und auf 2-0 für seine Osdorfer erhöht. Nur 3 Minuten später gibt es wieder einen Freistoß für die Gäste und wieder zappelt das Leder im Netz. Was für ein Tor von Mehmet Irren. Es ist der 3. Osdorfer Treffer und er fällt zum 3. Mal nach einem ruhigen Ball. Traumhafter Freistoß vom 29-jährigen Mittelfeldspieler. Es sieht also ganz düster aus für EBC, doch die Gastgeber haben sich noch nicht aufgegeben. Das ist das 1-3. Wunderbarer Doppelpass von den beiden eingewechselten Yannick Bund und Jefferson Nosa Ikponwosa und der vollstreckt dann auch. Das Team von Coach Jörn Großkopf ist 12 Minuten vor Schluss auf einmal wieder da. Osdorf beschränkt sich inzwischen auf die Verwaltung der Führung, doch bei Standards wird es weiterhin wie gewohnt gefährlich. Das ist Jeremy Wachter und der wird im Strafraum umgetreten. Völlig zu Recht gibt Schiedsrichter Björn Lassen hier Strafstoß. Und dieser ist natürlich eine Angelegenheit für den Gefaulten selbst. Für den 17-Tore-Mann Osdorfs, Jeremy Wachter, verschießt. Der Torjäger bleibt heute glücklos und wird kurze Zeit später vom Platz genommen. HEBC wittert kurz vor Schluss jetzt nochmal seine Chance. Wunderbarer Pass auf Yannick Bund und das ist tatsächlich der Anschlusstreffer. Mit seinem 6. Saisontor macht Yannick Bund das Ding hier nochmal richtig spannend. 3 Minuten bleiben den Gastgebern noch. Und die Großkopfmänner drängen jetzt natürlich auf den Ausgleich und werfen alles nach vorne. Das ist Daniel Prange, der sucht Yannick Bund. Doch sein Abschluss geht deutlich über das Tor und das war's dann auch. HEBC verliert am Ende mit 2-3 gegen TuS Osdorf, dessen Torjäger Jeremy Wachter heute überraschend schwach in Form war. Angesichts des Sieges seiner Mannschaft interessiert ihn das jedoch recht wenig. Ich habe vielleicht wenig Schlaf gehabt, keine Ahnung. Also es ist mein erster Tag, glaube ich, wo ich mal nicht so gut drauf bin. Und ich glaube, ich habe genug Treffer bis jetzt in der Oberliga gemacht. Und ich glaube, da kommen noch einige zu. Und ja, einen Tag kann ich mich mal ausruhen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.